Und weiter geht's. Mit Vorlaut. So. Ach, die Mutter hat sich mal hingesetzt. Naja, das würde ich auch machen. So alt wie die ist, das darfst du nicht vergessen. Die ist natürlich schon steinalt. Aber diese Lampe wird nicht funktionieren. Sie ist gar nicht zugewiesen, aha. Ich lasse hier mal. Das hier hinten ist einfach ihr Zimmer. Da kommt dann noch. Ich stelle den hier einfach noch hier neben den anderen. Dann kann jemand zugucken, wie sie schläft. So, total creepy. Heizung brauchen wir nicht. Uns ist erstens mal nicht kalt und zweitens. Geht ja gar nicht. No, darfst du nicht vergessen, dass die gar nicht geht. 12 Betten, wo können wir denn sau viele herstellen? Ich muss schon, glaube ich, richtige Betten bauen, ne? Sonst. Gerade für die Alten, ne? Die ist ja dann sonst voll abgefuckt, wenn die sich andauernd auf den Boden legen muss. So, ich will mit Linksklick wieder bauen, ich Dummbatz. Ihr seht hier oben übrigens, was halt so diese Siedlung ausmachen kann oder ausmacht. Leute 5, Essen 1 von eigentlichen 5, Wasser 0, Schutz 0, Betten 2 von 5. Also das von 5 steht nicht mit dabei, aber ja. Ich werde das Bad hier auch ausräumen. Ein Bad brauchen wir bestimmt nicht. Und dann kommen hier einfach 2 Betten rein. Halt, habe ich das hier schon? Ah, Stimpack, sehr gut. Da kommen hier einfach 2 Betten rein. Und da können sich Leute schon gemütlich hinschlawenzeln. So, Betten. Ja, einmal hier in die Hand genommen. Zack. Das ist, sind sogar Kerzen. Das ist nicht schön hier. Voll die heimelige Atmosphäre. Ich mache die so ein bisschen versetzt. Gott, Linksklick bauen. Ich bin ein Affe. Ein Bettchen fehlt noch und das. Das mache ich jetzt einfach hierhin. Das ist praktisch mein Leibwächter. Der darf bei mir in der Nähe schlafen. Was geht denn hier ab? Und was hat der denn? Der hat einfach einen Teddybär im Maul und dann schmeißt er ihn fort. Hä? What the fuck are you doing, Dagi? Da ich schon annehme, dass ich natürlich auch Essen und sowas pflanzen soll, spreche ich jetzt nicht direkt mit Stünches, sondern gehe sofort in diese Richtung Ressourcen. Dann natürlich Wasser. Und dann haben wir drüben einen kleinen Brunnen. Da rechts seht ihr immer, was es kostet, ne? Beton, Stahl und Zahnräder. Den Brunnen. Hoppala, wie. Was habe ich jetzt gerade eben gemacht? Keine Ahnung, was ich halt gemacht habe. Brunnen mache ich mal hier vorne hin. Zack. Und ihr seht, der bringt direkt 3 Wasser. Dann mache ich hier drüben noch einen hin. Das sieht auch direkt nach was aus. Kann man hier nicht. Das ist ein bisschen nah am Haus. Nee. So, hier. So, Wasser haben wir jetzt genug. Für diese Bagage. Und jetzt können wir noch Essen anpflanzen. Und da reicht es zum Beispiel, wenn man, wie man hier drüben sehen kann. Wir können mit diesen Tatos halt Tato-Pflanzen herstellen. Die Tatos, die ich geklaut habe letztes Mal. Vielleicht mache ich die einfach. Guck mal, das sieht doch. Hört, da wächst sogar schon irgendwas. Moment. Was mache ich denn? Ich wollte das hier kurz abreißen. So. Da haben wir sogar eine kleine Umzäunung, obwohl die jetzt nicht wirklich intakt ist. Hoppala, eins zu viel abgerissen. Wisst ihr was? Wir machen das hier hinten einfach an sich weg. Das kann ja ruhig nach da offen sein. Wer weiß, wie groß wir hier die Dinge machen müssen. Ich habe bei Fallout auch nie wirklich mit diesen Settlements, mit diesen Siedlungen gearbeitet. Ich habe zwar kleine Sachen aufgebaut. Kann man hier durch? Nein, sehr gut. Aber mich so richtig reingefuchst habe ich nie. Was haben wir hier? Melonen. Scheint wirklich was zu werden. Es scheint wirklich was zu werden. Ist wunderbar hier. Ist sehr schön. Und darfst du nicht vergessen, essen. Essen, wir haben 1, da zählen wahrscheinlich eben genau diese 2, wie man hier sehen kann, Melonen rein. Eine Melone bringt 0,5, wir haben 1, wir sehen hier 2 Melonen, also es ist natürlich, es macht Sinn. Ach, Linksklick bauen, ja, ich bin so ein Affe. Hier hin vielleicht, oder? Sau behindert das irgendwie hier zu, also die Melonen sind ein bisschen schwierig. Ihr werdet sehen, das hier geht deutlich einfacher, weil es eben, ja, solche, was sind das, Stauden? Die kann man eigentlich viel einfacher bauen und auch viel näher beieinander. Und da sparen wir einfach Platz. Wobei wir hier, glaube ich, gerade in Sanctuary extrem viel Platz haben. Also das geht ja bis da zum Wasser und hinten noch überall hin und was weiß ich. Also wir haben Platz en masse, da. Hallo? Ich will ja noch was erzählen. So ein bisschen Platzsparen muss schon sein. Wobei ich mich entsinne, ich erinnere mich, dass ich schon Leute nicht finden konnte, weil die dann im Feld standen und ich habe das so nah zueinander, hintereinander hingebaut, dass die Leute verschwunden sind im Tato-Feld.
Ja, das reicht erstmal. Wie ihr seht, das ist alles grün. Schutz. Wir brauchen noch Schutz. Hier drüben ist Schutz. Können wir ein Geschütz bauen? Das ist natürlich Hammer. Ja, ein Geschütz können wir bauen. Die Geschütztürme sind. Wer labert denn da? Mit dem Cotsworth. Die Geschütztürme sind natürlich richtig geil. Die ballern halt automatisch. Ziemlich cool. Nur weiß ich halt gerade hier in Sanctuary nicht, wohin ich die stellen soll. Ob ich die jetzt wirklich vorne hinstellen soll, also mal gehen kurz raus, wenn ich rennen kann. An die Brücke macht natürlich Sinn, ne? Aber ich glaube, es sind auch schon Leute einfach mitten in der Stadt dann schon gewesen, haben attackiert und so. Aber ich glaube, die Geschütze können sich eh komplett drehen. Ein weiterer Tag im Commonwealth. Ja, exactly. Du sagst das. Ich stelle hier vorne gleich eins hin. Meine noch ein bisschen Platz. Jawohl, Holz, Holz, Gummi. Weg damit. Das Schild lassen wir stehen. So, ja. Das bringt auch direkt 5. Das heißt, sobald wir das jetzt hier hingesetzt haben, wie weit kann ich denn hier drüber gehen? Kann ich hier oben? Ah, ich kann es auch hier oben draufsetzen. Ja, optimal. Dann kommt ja keine Sau hier drüber, wenn ich es hier hinsetze. Oder wie weit kann ich denn gehen? Ein gutes Stück sogar. Guck mal, ich kann bis. Ja, dann kommen vielleicht die Figuren nicht mehr durch. Ich mach's dahin. So. Ah, ich. Ist dein Verteidigungswert niedrig? Steigt die Chance, dass deine Siedler angegriffen werden. Okay. Die Siedlung kann halt dann angegriffen werden, bla bla bla. Jetzt haben wir schon alles erledigt. Ihr habt gesehen, das war komplett grün. Oh, Porzellan. Ja. Wir gehen direkt zum Sturgis. Und werden uns mal um die Belohnung kümmern. Sturgis? Oh, fuck. Der rennt jetzt da hinten rum. Ei. Ah. Hund. Hey, Fass den. Fass den guck dir das brutal. an. Sturgis. Ich stand Gefällt still. mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Yay. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle Hab für ich sauberes alles Wasser. schon gemacht? Wasser aus dem Fluss? Nein. Wir können es ja mal Das kurz Wasser aus umdrehen. dem Fluss reicht euch wohl nicht, was? Es ging bisher, aber das Wasser an der Oberfläche sollte man nicht ständig trinken. Aha, Wir brauchen aha. nichts Außergewöhnliches. Ein Brunnen oder zwei sollten völlig ausreichend sein. Überleg mal, so einen Tunnel zu buddeln, so ein Ding zu Hey, graben. Sturgis. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser Ja, zu ist haben. schön, gell? Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Hab ich alles schon gemacht? Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Sturgis. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Ich kümmere mich Ich darum. kümmere mich darum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. Man kann übrigens, das zeige ich euch gleich, noch Leute oder muss Leute zuweisen an diverse Dinge. Zum Beispiel das Feld, das wir da gebaut haben. Es wurde jetzt zwar Auto zugewiesen, so wie es scheint, sonst wäre es nämlich auch nach wie vor rot, das Essen. Aber es gibt Dinge, die zugewiesen werden müssen. Hey, Sturgis. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Der Weg war lang, lächerlich. Was jetzt? Tja, jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür Hallo, steht das dir ist immer meine offen. verschissene Die Stadt. Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mache mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Gut. Dog meat. There is a leere Milchflask. Warte mal, da drin war, glaube ich, noch so eine Ölgeschichte gestanden. Genau. Öl ist halt sehr wichtig. Also, ich weiß nicht, ob wir es jetzt speziell für die Verteidigungsanlagen brauchen, aber es gibt so diverse Dinge, die schnell leer gehen. Oder, ja, die man immer mitnehmen sollte. Vor allem, wenn man eben nicht jetzt hier, wie wir jetzt im Moment zu Hause sind, sondern wenn man unterwegs ist, da muss man schon echt viel mitnehmen. Das heißt, oder deswegen müssen wir auch waffentechnisch noch ein bisschen abspecken, glaube ich. Sonst haben wir einfach zu viel Scheiß mit dabei und können nicht genug mitnehmen von dem Zeug. Jetzt gehe ich nochmal kurz hier rein. Die beiden Bett, mein Bett ist total schräg. Das muss ich mal gerade machen. Warte mal, das ist in mir drin gewesen. Ach so. Ah. Nee, warte. Warte mal. Ich muss das hier unten kurz wegmachen. Das stört. So. Ich mach's hier einfach so ziemlich mittig. Es sieht ja beschissener aus als gerade eben. So, bitte.
Ich will's direkt. Yeah, perfect, fucking perfect. Jetzt kommst du noch hier drunter. So, dass du ein bisschen rausguckst. Wer macht denn da hinten am Beet rum? Hey. Da. Ach, guck mal da, wie sie im Boden glitscht. Na, super geil. Wirklich super geil. Na, jetzt habe ich es genommen. Ich bin eine Kacknase. Atomic Command mache ich auch rein. Das, was wir vorhin da eben gehört haben von der Ding, mache ich auch rein. Und Robco Fun können wir hinstellen hier in die. In diese Geschichte. So. Und zwar bei Diverses. Blub. Und es gibt für die Wackelpuppen auch nochmal etwas, wo wir die hier reinstellen können, dass man die richtig anschauen kann. Ich glaube, das ist auch direkt hier bei Möbel. Und ist es bei Behälter? Nee, bei Regale war es. Oder auch nicht. Dann ist es vielleicht bei Sonstiges. Ja. Wackelpuppenständer. Wir brauchen dafür noch Glasfaser. Was? Dogmeat, wo kriegen wir denn jetzt? Video ist Dogmeat. Dogmeat, stimmt, natürlich. Aber ich habe ihn Kevin getauft eigentlich. Kevin, holst du bitte noch ein bisschen Glasfaser? Oh. Ich habe keine Ahnung, wo wir das jetzt auf die Schnelle herbekommen. Oder Moment mal, halt, wir sind in einer alten, verschissenen Stadt. Hier ist doch irgendwo Glasfaser verbaut, hallo? So, ich nehme jetzt gerade hier das Haus auseinander. Das eigentlich ja voll den Wert hat. Aluminium, okay. Was ist hier? Stahl. Gut, also ich suche jetzt hier gerade nicht im Ernst in der Küche natürlich nach Glasfaser an den Dingern. Aber es wäre schon cool, wenn es irgendwo enthalten wäre. Hier, das können wir wegmachen, das können wir wegmachen. Brauchen wir denn noch was richtig Wertvolles? Und wo ist eigentlich der Safe, von dem gesprochen wurde? Ich glaube, das Kinderzimmer lassen wir so, oder? Das ist selbst... Glas, ah shit, das ist selbst für mich jetzt so ein bisschen, jetzt schon so minimal, ihr wisst schon, das hat diesen emotionalen Wert, da war der Sean drin und der ist jetzt ja nicht mehr da. Das Bild, kann ich das Bild auch, ah ich kann es nicht abmachen, ich kann das Bild nicht abmachen, woanders hinhängen, das ja auch nicht, wahrscheinlich weil es schon so kaputt ist, ja kann gut sein, dann kann ich es auch abreißen, so, zack, wieder ein freier Raum, was ist hier auf dem Boden, ein Teppich. Den lasse ich mal liegen. Wobei ich jetzt hier auch nicht so ultra viel rumdödeln will. Mal gucken, was wir jetzt noch questtechnisch direkt auf dem... Ja, sprich mit den Siedlern bei 10 Pines Buff, Bluff. Begib mich nach Diamond City und hol Marys Medaillon aus der USAF-Satellitenstation Olivia. Ich glaube, actionmäßig wäre das die beste Wahl. Wie sieht es jetzt aus mit unserem... Mit unserem Gewicht. Ja, läuft. Läuft. Dass wir halt einiges mitnehmen können. Wir gucken, wo diese Quest ist. Das ist hier oben. Ja, dann laufe ich einfach mal von hier darüber. So. Die ist da drüben irgendwo. Das, was da angezeigt wird, unten ist die Quest. Bei der Geschichte, in welchem Modus ich spielen soll, ergab sich jetzt wohl eher mal, dass wir in First Person spielen. Third Person wollte bis jetzt nur eine Person. Und ich muss sagen, es ist zwar schon irgendwie cool, weil es ja auch echt gut aussieht und ne, die Schatten auf mir drauf und bla bla bla. Aber es wirkt doch übersichtlicher hier im First Person. Einfach doch mal angenehmer auch irgendwie zu spielen. Ach shit, ist jetzt hier komplett nur Wasser. Wir gehen da drüben lang. Da ist doch irgendwas verbuddelt. Okay. Okay. Oh. Dreck. Viel Dreck. Ja, ein Steg. Es läuft halt bei uns. Oh, direkt wieder eine Story. Haben wir hier eine Story gefunden? Hier wollte jemand angeln und hier ist eine Schaukel? Oh nein, Madam. Bitte fallen Sie nicht ins Wasser. Oh shit, was für ein dummer Zufall. Ist hier irgendwas drin? Nein. Da vorne lag aber was. Oder? Oh, nicht wirklich. Was ist das? Blutblatt. Das nehmen wir mal mit. Ein Emaille-Eimer. Und was ist da drin? Blähfliegenfleisch. Das kann ja jemand... Nur jemand da reingeschuckt haben. Es kommt jetzt noch ein Schrottplatz, bevor wir da drüben ankommen. Oh. Oh, das ist hier oben. Ja. Da schießt irgendwas. Hallo, hallo. Oh yeah.
Aber was haben wir denn da? Melokfleisch, okay. Klebeband. Klebeband ist ultra wichtig, so Kleberscheiß. Hä? Wo waren das jetzt bitte schön? Das war doch. Oh. Ah, okay, das ist ein. Das ist so eine Figur, aber das ist doch echt hier. Wer ist. Was ist das? Was ist das? Es sieht nicht aus wie ein Raider, ne? Ich geh mal hin. Ganz wie du bist. Ach komm, Plünderer. Oh, die ist ultra strong irgendwie. Hund. Weiß. Ich dachte. Oh, krass, hat die den Hund geschlagen, oder was? Alles klar, jetzt will ich doch mal diese Automatikwaffe testen. Mal gucken, wie diese reinbollert, die kleine. Automatikpistole. Here we go. Nicht schlecht. Not bait, not bait. Ja, ich nehme natürlich dann ohne Kampf. Ich habe Kampfrüstung gelesen. Käfigrüstung. Ich nehme ja mit und schaue. Immerhin hat die ja einen Plus dabei gehabt. Das heißt, die muss eigentlich stärker sein mit das, was wir gerade anhaben. Tatsächlich auch. Aber dann ist der Voltanzug aus, ne? Ich dachte, den kann man immer drunter anhaben. Wie sehen wir jetzt aus? Boah. Das ist echt so ein Komplettding. Na, ich muss sagen, ich bin eigentlich eh so derjenige, der dann natürlich doch lieber die Sachen anzieht, die technisch was bringen. Das Aussehen ist mir nicht so wichtig und auch dieser emotionale Wert ist jetzt gar nicht so extrem hoch. Ich habe schon gerne meinen ausgebauten Charakter, der einfach stark dasteht. Wir sind fast tot. Das sehe ich jetzt erst. Hier waren wir ja eben. Aber wir können warten und uns dann dabei heilen. Wenn ich jetzt wüsste, wie das... Na, ich kann schon nachgucken. Ja. Steuerung. Aktivieren. Pip-Boy. Springen. Sprinten. Schleichen. Laufen. Immer laufen. Mhm. Pause. Habe ich verpasst? Schleichen? Sprinten? Ich glaube. Angriff Granate. Ha! Keine Ahnung, wo das jetzt geht. Man kann sich eigentlich. Also man kann eigentlich. Oder ist das nur bei Skyrim? Bin ich gerade bescheuert? Dann essen wir halt was. Wir haben ultra viel Essen dabei. Hilfsmittel, guck mal, aufbereitet das Wasser, das füllt uns fast komplett. Zack. Und dann nochmal hier diese Mac and Cheese. Boom. Und fertig. Das ist das Mondgesicht. Dann brauchen wir eh wieder ein bisschen Radex, dass die Verstrahlung abnimmt. Da das Rote im Lebensbalken ist eben die Verstrahlung. Das können wir praktisch nicht mehr auffüllen. Mit Essen oder was auch immer. Oh, da schießt was um sich. Daran erinnere ich mich auch noch hier an die Sache. Das ist ziemlich cool. Passt auf. Das ist so ein Ultra-Robot hier. Wartet. Fusionskern und Schaltblock Militärstandard. Nice. Die könnte vielleicht sogar diverse wichtige Dinge mit dabei haben, die wir verwerten können. So. Stimpak Railway. Hier haben wir eine Waffenwerkbank. Hier ist direkt wieder eine Schallplatte. Stimpak und Rudder. Du hast eine spezielle Lackierung für deine Powerrüstung freigeschaltet. Nice. Oder wie er sagt, Bingo. Super Kleber. Wie gesagt, Kleber ultra wichtig. Grundsätzlich immer wichtig. Da ist eine Batterie. Die ist halt sau schwer. Und jetzt können wir ans Terminal noch nicht mal verschlossen. Beziehungsweise. Ja, es ist einfach offen. Lieferprotokoll. Prototyp Wachbot, unbekannte Probleme. Ich weiß nicht, soll ich das auch vorlesen, solche Sachen? 15 Protektrons, alle Gliedmaßen fehlen. 4 außer Dienst gestellte Wachbots, 8 Robohirne. IQ weit unter 80. 14 Augenbots, Sichtsensoren fehlen. 9 Protektrons, alle Gliedmaßen fehlen. 27 defekte Mr. Handys hören nicht auf zu reden. Und noch ein paar Protektrons, alle Gliedmaßen fehlen. Wer robbt denn da die Viecher auseinander? Die Leute, Mitarbeiternotizen. Dylan. Komisch, noch mehr dieser Protectrons ohne Arme und Beine. Wie kann einem das bei der Produktion nicht auffallen? Lassen Sie die Roboter von anderen Robotern bauen? Das ist ein beängstigender Gedanke. Oh ja, das ist der Mike. Roboter, die Roboter herstellen. Oh Mann, wir haben letztens diese Augenbots reinbekommen, die keine Augen mehr hatten. Ist das nicht saugemein? Spaßvogel. Naja, wenn sowas fehlt, dann müssen Sie eine Menge Ihrer eigenen Bots beschäftigen oder so. Mike...
Sie haben eben ein paar Wachbots abgeladen. Sieht nicht so aus, als würde irgendwas mit denen nicht stimmen. Warum schmeißen Sie die Dinger einfach so weg? Ich überlege, ob ich nicht einen von den Bots mit nach Hause nehme, damit er bei mir den Rasen mäht. Was denkst du? Was sagt der Dylan dazu? Noch mehr dieser Protectons, denen alles fehlt. Ich habe von ein paar anderen Betrieben gehört, die die Dinger auch reinbekommen. Da hat jemand mächtig Mist gebaut. Komisch, dass es billiger ist, sie hier abzuladen, als sie zurückzuschicken und ein paar Arme dran zu montieren. Tatsächlich, das ist schon irgendwie eine merkwürdige Philosophie. Irgendwelche komischen Typen, ganz in Schwarz, haben eben ein Wachbot abgeliefert. Sie wollen nicht sagen, wer sie sind. Das Ding sieht voll funktionstüchtig aus. Sie haben das Teil sich sogar selbst auf den Hochfahren und dann abschalten lassen. Ich habe in die Kiste geschaut, die sie daneben abgestellt haben. Da waren Holobänder drin. Ich habe überlegt, sie mir anzusehen, aber diese Typen waren irgendwie ziemlich unheimlich. Mike, das war nur ein Witz, dass ich einen der Wachbots mit nach Hause nehmen will. Schau dir diese Holobänder nicht an. Wenn die Typen das hier abgeladen hatten, es ist sicher ein guter Grund dafür. Und du solltest dich nicht in diese Sache reinziehen lassen. Wir haben hier einen ruhigen Job. Wir kommen ein paar Mal die Woche rein, gehen das Gelände ab und dann ab nach Hause. Versau das nicht mit deiner Neugier. Ja, Holoband auswählen. Holoband zum Kämpfer. Ah, ist das da drin? Nee, ist das nicht da drin. Okay, eins zurück. Band abspielen. Gerade Holoband. Bitte warten. Dieser von in Auftrag gegebene und von hergestellte Prototyp darf nur durch offizielle Mitarbeiter der Firma oder des entsprechenden Kunden bedient werden. Information. Dieses Holoband gehört zum Kampfwächter-Prototyp Mark IV. Ist nicht verantwortlich für Sachschäden. Falls Sie kein Mitglied von oder ein Geschäftspartner sind, müssen Sie dieses Holoband unverzüglich zerstören, sowie die Existenz des Bandes oder des dazugehörigen Prototyps leugnen. Kranker Scheiß. Wisst ihr was? Ich weiß nicht mehr genau, ob wir speichern mal und aktivieren dann das Holoband. Naja, überschreiben. Passt schon, passt schon. So. Also. Dieb. Wachbot aktivieren. Warnung, dieser Kampfwächter ist ein Prototyp. Es wird nachdrücklich empfohlen, alle Tests in einem abgeschlossenen Bereich durchzuführen. Laut der Initiative für Kampfprototyp-Systeme, Code 3 und so weiter, ist der aktuelle Benutzer für eventuell auftretende Vorfälle während des Trainings verantwortlich. Bootsequenz durchführen, IO. Bootsequenz bestätigt. Oh gee, we're gonna die. I can feel it in my pants. Gut. Hallo, ich bin Bürger der USA. Okay. Alles klar. Gut, also wir sind ja Bürger der USA, für ihn nehme ich an. Und deswegen fistet er uns nicht. Aber natürlich wäre er jetzt ein Gegner, dem wir nicht gewachsen wären. Vor allem jetzt nicht ohne diese Rüstung. Ich habe doch irgendwas. Ich wusste es. Hier lag was Fettes rum. Genau ein Fatman, Leute. Direkt ein Atombombenwerfer. Warte mal, guck ich das Ding an. Also, das ist, glaube ich, wirklich so eine Ikone. Das kennt eigentlich. Also, das müssten auch Leute kennen, die eben nicht Fallout kennen. Schaut mal. So. Das Ding verschießt. Ah, wir haben keine Munition dafür, hä? Lag da nicht ein Ding damit dabei? Das Ding verschießt Mini-Atombomben. Das ist richtig geil. Nur bringt's halt gerade nicht viel, weil wir keine Munition dafür haben. Schaden 468. Unsere Pistole macht 18. Es ist schon ein kleiner Unterschied. Ja, 38er haben wir ganz viel. Um dann nochmal nachzuhaken. Ja, 38er, 45er mit 50. Ich benutze einfach die Waffe, für die wir die meiste Munition haben. Das ist eine 38er, wo wir nehmen das Gewehr. So. Ist sie schon tot, die Rat? Oh shit. Von links kommt auch was. Dagi. Oh fuck, voll auf den Hund geschossen. Aber cool, du bleibst, Kevin, chill. Alter, meine Global-Kenntnisse. Der schlägt einfach nur, hä? Du hast ja jetzt voll die Geschütze und er schlägt um sich. So ein Wahnsinniger. Ich nehme das alles mit zum Kochen. Dass wir Futter machen können. Oh, einer hatte Kronkorken dabei. Was ist, wenn ich ihn jetzt anschieße? Naja, speichern und das herausfinden. Ich weiß. Oh, da liegt noch einer rum. Voll die Fette.
Aber du fährst jetzt nicht raus, oder? Bray? Ja, genau, der bleibt hier, der bleibt hier. Eigentlich haben wir davon jetzt noch irgendwas, um den mehr oder weniger zu steuern, oder? Ach, shit. Bei Diverses? Ich glaube, wir brauchen das Holoband. Das kann man doch irgendwie auswerfen hier aus dem PC. Gib mir doch mal das Holoband her. Hä? Ich wollte nicht rausgehen. Ah, jetzt können wir es mitnehmen. Zack. Ist hier wieder was... Achso, nee, das haben wir schon gelehrt. Hier ist sogar ein Tor. Ach, das ist aber nice. Naja, wir belassen das jetzt erstmal alles so. Ich denke, gerade für ganz, ganz neue eben ist es voll der Overflow. Wir machen jetzt mal unsere Mission weiter und kommen darauf auch nochmal zurück. Was steht denn da? Da steht einfach ein Anzug rum. What the fuck? Bei der Hirschkuh steht einfach ein Anzug rum. Okay. Oh Gott, Dogmeat. Machst du das? Ach, die Hirschkuh ist wieder feindlich geworden, ohne dass sie angreift. Keine Ahnung, was da los ist. Kann ich da rein? Oh. Okay, hier gibt's doch bestimmt was zu holen. Hallo, ist das irgendwie offen? Kann man, ist das die, hä? Es liegt gar nichts rum. Also bis auf die geile Rüstung natürlich. Aber die hat bestimmt keinen Kern mehr. Naja, und ich habe auch keinen mehr. Doch, ich habe einen, hä? Wo habe ich den jetzt rausgezogen? Gerade habe ich ihn aus dem Hintern. Ein bisschen. Wie geht denn das, bitteschön? Wir haben einen einzigen. Jawohl. 100%. Das Ding bringen wir noch kurz nach Hause. Das machen wir einfach mit einem kleinen Teleport. Okay. Ja. Oh shit. There are enemies. In this area. But where? Ach so, diese blöden Radviecher. Ja, müssen jetzt halt mal eliminiert werden. Kevin, komm mit. Wir müssen die abziehen. Das geht so nicht. Kevin, da ist es. Kevin, zerleg's. Hol's, Kevin. Oh, da war noch eine Kiste. Kevin macht das schon. Ja. Oh, ein Strohkissen. Das ist natürlich wichtig. Ist jetzt down? Ich glaube schon. Das ist eine weitere Hirschkuh. Aber bevor... Ah, nee, wir können uns ja dann gleich zum Schrottplatz teleporten. Ich wollte gerade sagen, ich könnte auch jetzt einfach... komm, ich gehe jetzt noch durch. Geht's noch durch? Ach komm, wir machen jetzt wieder. Bleiben einfach mal in der Rüstung hier. Ich weiß. Ich spiele nie in den Rüstungen. Ich habe nie in Rüstungen gespielt. Eine Mod, die ihr vorgeschlagen habt, war so eine Mod, die die Waffen realistischer schießen lässt. Und gleichzeitig auch, um den Realismus weiter zu steigern, so einen richtigen Bullet Drop auch mit hinzufügt, dass man auch noch weiter hochziehen muss und so, dass... Ja, das ist wie bei Battlefield ist, dass die Waffen, die Bullets eben auch ein Gewicht haben und ja, man das mit einberechnen muss praktisch beim Spielen. Sowas wäre schon irgendwie cool. Aber, oh, ich dachte kurz, es wäre irgendwie was Geheimes, was ich noch nicht kenne, irgendwie ein Hebel, an dem ich ziehen kann und dann kommt man irgendwo hin, aber doch nicht. Komm ich hier irgendwie hoch? Ja. Super. Was habe ich davon? Nichts. Hier liegt ein Hund rum. Ah, ja, ein Kampfhund. Oben haben wir noch jemanden gekillt, der nämlich noch geschwind die Leiche mit. Was macht denn der Hund? Der kämpft gegen die Hirschkuh. Komm, beiß noch einmal. Na also. Guter Kevin, komm hoch. Die wurden hier von Blayfliegen angegriffen, okay. Da wird geschossen, ich hab's genau gehört. Oder? Doch nicht? Hab ich's doch nicht genau gehört. Patrons. Ah, oh, Hundefutter in der Dose. Ja, optimal. Da wird er sich freuen. Der Dogmate, Kevin, meine ich. Kevin. Das war's schon. Alles klar. Ah, wir haben ja eh keinen Fallschaden mit der Rüstung. Boom. So. Ja, und da geht's schon runter. Schmutziges Wasser. Ich speichere davor natürlich nochmal. Denn da unten geht es dann sicherlich ein bisschen zur Sache. Doch nicht, hä? Wo ist denn der Hund hin? Kann ich ihn irgendwie rufen? Kann ich pfeifen oder sowas? Ich glaube nicht, ne? Ja, naja, sobald ich durch die Tür gehe, wird er hinterhergeportet, da bin ich mir sicher. Aber das machen wir dann natürlich in der nächsten Folge, um auch einen kleinen Cliffhanger
hier an der Stelle. Ah, da ist er ja zu haben. Also, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas Offenes gibt, was noch zu besprechen war. Wie immer in den Kommentaren schreiben und lesen wir uns ja dann. Macht's gut. Ciao, ciao.